Du sagst, dass man den Menschen Angst machen würde, um sie über diese dann, also über die Angst, steuern und beherrschen zu können. Sicher verursachen auch Teile deiner eigenen Ausführungen Angst bei den Menschen. Vielleicht kannst du uns sagen, zueinander, was Angst eigentlich ist, was ist ihre Aufgabe, woher kommt sie und wie, was besonders wichtig ist für uns, wie kann man lernen, damit umzugehen und vor allem, wie kann man sie wieder verlieren? Wie kann man, einfach gesagt, angstfrei werden? Ja. Angst ist ja immer ein Resultat von Unwissenheit und von fehlenden Informationen. Ich habe nur vor Dingen Angst, die ich nicht beurteilen kann, wo ich das Gefühl habe, ich habe keine Kontrolle, was passiert. Dann habe ich Angst. Wenn ich aber weiß, was passieren wird und ich weiß, dass mir nichts passieren kann, dann habe ich auch keine Angst. Also Angst ist immer subjektiv und liegt immer im Auge des Betrachters. Angst wird hauptsächlich erzeugt über Besetzungen. Das heißt, die meisten Menschen sind ja besetzt da draußen. Eigentlich jeder, der nicht in meiner Behandlung war, der meine Gebete nicht macht, die sind alle besetzt. Und zwar von Dämonen, von Schwarzmagiern, von Reptiloiden, von Grauen, von Mantissen, um nur mal ein paar zu nennen. Diese feinstofflichen Wesenheiten, die in der Astralwelt leben, die besetzen die Aura der Menschen oder gleich den ganzen Körper und können die Gefühlswelt steuern. Sie können die Gedanken und die Gefühle steuern. Das heißt, wenn ich so ein Gefühl der brutalen Ohnmacht und Panik kriege, das fährt mir so in den Bauch rein, so ein brutales Ohnmachtsgefühl, und ich kriege dann Panik. Was mache ich jetzt? Virus. Ich werde sterben. Und das geben die den Menschen ein. Das heißt, die Besetzungen korrelieren quasi mit den psychopathischen Herrschern, die im Fernsehen dastehen, die Merkels und Co. und Co., die uns dann Angst machen. Und die Wesen machen das dann bei den Menschen, die zuschauen, dass sie Angst kriegen. Oder wenn ich dir jetzt was sage, was dir Angst macht, dann liegt es daran, weil du in dem Moment besetzt bist, negative Energien dich manipulieren und weil du die Informationen nicht hast. Hast du jetzt die Informationen, die notwendig sind, um mehr zu wissen über eine Sache, dann verliert sich die Angst irgendwann von alleine. Das heißt, die Menschen müssen sich schlau machen über Viren. Dann werden sie irgendwann die Angst über Viren verlieren, weil dann werden sie irgendwann feststellen, dass es gar keine gibt, sondern dass es im Prinzip genauso eine Täuschung ist wie die runde Erde oder wie die darwinsche Evolutionstheorie. Das sind alles Täuschungen, die uns einprogrammiert wurden. Die Angst ist ein Mittel der Herrschenden, die Menschen zu kontrollieren und zu unterjochen. Das hat die katholische Kirche über Jahrhunderte optimal praktiziert. Wenn du das und das nicht tust, dann kommst du in die Hölle. Dann wirst du in die ewige Verdammnis kommen. Und du kannst es aber abwenden, wenn du uns spendest. Und so weiter. Genau. Das alles ist aufgebaut auf Angst. Die ganze Welt ist auf Angst aufgebaut. Alles, was die Menschen tun, tun sie entweder aus Angst oder aus Gier. Das sind die zwei Faktoren. Angst oder Gier. Wobei die Angst vor Verlust ist immer größer wie die Gier selber. Das heißt, viele Menschen machen etwas Böses aus Angst, was zu verlieren. Und die Angst, Überwindung, ist im Prinzip die Lösung, um aus dem Dilemma herauszukommen. Wie überwinde ich jetzt die Angst? Indem ich mich informiere. Okay. Das heißt, das Zwiebelprinzip. Die Angst ist eine Zwiebel. Ich fange die Zwiebel an zu schälen. Die ersten zwei Schichten passiert noch gar nichts. Dann komme ich so langsam an die Wahrheit ran und dann fangen die Augen an zu tränen. Und dann wenden sich ja viele Menschen ab und wollen nicht mehr. Mach du das. Das heißt, man muss dann weitergehen. Man muss die Zwiebel weiter schälen, weiter nach der Wahrheit suchen, egal wie weh es tut. Und so habe ich es auch gemacht. Irgendwann hat man so viel Wahrheit entdeckt, dass einem nichts mehr Angst macht. Weil irgendwann entdeckt man dann, dass das alles Hampelmänner sind, die uns da beherrschen. Das sind alles Nullinger, Vollpfosten, die im Prinzip nichts können, außer uns Angst zu machen und uns über ihre Angst
zu kontrollieren. Mhm. Wenn die Menschen ihre Angst verlieren, dann haben die uns nichts mehr zu sagen. Mhm. Und das geht, um auf den Punkt zu bringen, indem die Menschen anfangen, sich nach der Wahrheit zu suchen. Mhm. Mhm. Sie müssen nach der Wahrheit suchen. Ansonsten sind sie verloren. Mhm. Ich habe neulich, weil ich nehme ja kein Blatt vor den Mund, neulich habe ich meinem Landschaftsgärtner, der bei mir gearbeitet hat, habe ich das erzählt. Der wollte irgendwas wissen und dann kam ich so ins Reden und dann habe ich dem ein paar Dinge erzählt und hat er gesagt, oh, lassen Sie mich in Ruhe, ich will das gar nicht wissen. Ich will das gar nicht wissen. Mhm. Dann habe ich trotzdem weiter erzählt. Mhm. War mir egal. Der hat sich dann nie mehr gemeldet bei mir seitdem. Aber genau das ist es, das Problem der Menschheit. Sie wollen es gar nicht wissen, die Menschen sind Ignoranten. Sie wollen ihren normalen Rhythmus weiterbehalten, sie wollen ihre Currywurst behalten, sie wollen ihr Fußball behalten, sie wollen ihren Fernseher. Bitte nimm mir auch das nicht noch weg, lieber Herr. Nimm mir alles weg, aber nicht mein Fernseher und mein Currywurst und mein Fußball und mein Bier.